Konnichiwa, Summers und Sons und herzlich willkommen zurück zu The Sims 3. Ich habe ja bei der letzten Aufnahme gesagt, das wird die letzte, vorletzte Aufnahme sein und jetzt sind wir, begrüße ich euch schon wieder. Ich habe die Stadt nämlich nochmal ein bisschen verändert und ich möchte, ja, man sieht es schon, what, ja. Ich habe gedacht, es wird mal Zeit, dass hier ein bisschen es bäumiger wird. Ich weiß nicht, oh Gott, so viele Bäume. Ja, das ist eine Burg. Die habe ich nicht selber gebaut. Nicht, dass man denkt, oh mein Gott, die habe ich runtergeladen von Simeon oder wie das heißt. Und ich habe noch ein paar Sims rausgeschmissen, eine neue reingeschmissen und so ein bisschen alles aufgeteilt. Wir sehen ja schon hier. Ja, Questia Friends. Ich habe so ein bisschen Sachen verändert. Wir sind jetzt hier nur vier Leute, denn ich habe so ein bisschen, musste ein bisschen aufräumen. Und man sieht jetzt die Häuser. Ich habe ein paar neue Häuser hinzugefügt, ein paar Grundstücke, ein paar Familien zusammengeführt und halt dieses Ding eingeführt. Man sieht schon hier mit so einer Burgmauer und wir sind ja hier so am Rande der Stadt, wo ja so ne, der Wald so ist und alles. Ja, die Wälder. Und wir sind hier so versteckt in unserer Sumpfhütte. Und ja, so viel dazu. Also das habe ich getan. Eigentlich ein bisschen was verändert. Weiner Steiner, du brauchst Gartenarbeit. Geschicklichkeit ist top. Wieso ist Geschicklichkeit top? Oh, ja, hast Level 4, ne? Dann lass das mal sein. Ach, hier oben. Level 4. Reiner Kanonenherde und Öfen mit mehreren Upgrades aufwerten und verbrennt sich noch nicht einmal die Finger dabei. Das ist ein Traum. Gartenarbeit, da können wir gerne mal. Können wir hier was machen? Garten. Ne, wir können ihn nur betreten. Ich würde gerne. Limone können wir pflanzen. Wir können einen Limonenbaum pflanzen. Wir müssen uns mal hier so einen Garten machen. Ich habe schon mal gesagt, wir müssten. Irgendwie so mal so einen Garten und die würde ich gerne hier so anpflanzen, so in der Ecke. So einen Limonenbaum. Damit das hier so ein bisschen sich verteilt. Eine Banane können wir wahrscheinlich noch nicht. Nee. Können wir nur essen. Was du Baldrianbaum. Kopfsalatsamen. Da können wir einen Kopfsalat machen. Tomaten natürlich. Unbekannter, ungewöhnlicher Samen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht wird es ja was Interessantes. Rauen haben wir genug. Und einen Pilz. Champignon haben wir schon da. Können wir vielleicht nochmal einpflanzen. Und zwar würde ich sagen, eigentlich würde ich es am liebsten gleich nochmal hier. Dann haben wir hier gleich nochmal einen. Dann lernt er gleich nochmal ein bisschen was. Ein Objekt kaufen, Blumentopf, okay. So, erstmal Gummi müssen wir nicht füttern. Vielleicht können wir mit ihm spielen. So, dann kannst du, aber du sollst auch ein paar Fähigkeiten lernen. Und zwar hätte ich gesagt, kochen. Nee, kochen nicht, aber Straßenkunst, das muss besser werden und so ein bisschen. Du sollst ja rebellisch, ne? Du bist ja hier abgestiegen, offensichtlich. Was macht man denn da? Ja, was macht man denn? Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal schimpfen über. Das ist immer gut, Filmremix. Schimpfen über die Politik. So. Okay. Währenddessen. Oh ja. Ja. Mal gucken hier. Limonenbaum. Was willst du denn hier? Mein Chef. Ja, klar, wer? Entschuldigen Sie mir. Ich muss mal hier eben gerade die Sachen einpflanzen. Ich bin da. Ich will da. Ja. Bleiben Sie mal auf dem Teppich. Noch ein paar Stunden Zeit. Ja, also, ich bin bald. Ich komme schon nicht zu spät. So, sagen Sie, jojo. Hey. Apropos, hey. Wo ist das Auto? Das ist. So. Im Kleid vor allem, das ist. Im Kleid. Was Steve Nussel?
Oh, wir mögen unseren Schiffen nicht so. 10.000 Stars 2 macht große Fortschritte. Omen hat gerade die letzten Kapitel angehalten und 14 Symbols erhalten. Ah, ja, ja. So, was ist denn hier? Haben wir das jetzt eingepflanzt? Limonenbaum, Kopfsalat, normal, Tomatenstrauch, unbekannter Wuchs, ungepannter Pflanze. Mal schauen, was das überhaupt wird. Düngen mit Garten, mit dem besten Düngemittel düngen. Chalamula? Ja, ich muss das mal hier düngen. Ja, gehen Sie mal weg hier. Tschüss. Ich frage mich, warum man... Ach da, bitten zu gehen. Shambushka, Maluk, Maluka, Misabuka. Da hauen Sie bloß ab. Ich komme bald wieder. Ich gebe hier nicht zurück. Gut, die Lampe können wir ruhig zurückgeben. Das war ein Versehen, Celestia. Ich möchte nicht, dass sie uns Ärger macht. Ah, Freigeist. Sie ist aufgestiegen. Yes. Ja, wir müssen uns... Wir müssen Protest organisieren und so ein bisschen da temperamentvoll. So, du liest erstmal und wir gucken. So, dann wollen wir mal gucken hier, was hier los ist. Erstmal... Okay, das ist nicht ihre Musik. Was haben wir denn noch so? Das ist ein bisschen... Yeah. Aha. 10.000 Stars. Oh. Heute ist Musetag. Genieße das schöne Wetter, dreh ein paar Runden im Pool oder mache einen Rundgang beim Schwimm- und Sommerfest. Musetag ist der Tag, an dem du dich von der Arbeit oder Schule erholen und dich entspannen kannst. Jawohl, denn in 3 Tagen ist Herbst, Freunde. Das heißt, der Herbst rückt jetzt wirklich langsam näher, wie ich habe ja, ne? Ja, das heißt, Mittwoch ist Herbst, noch 3 Tage und dann wird es, ja, ein bisschen ungemütlicher. Oder beziehungsweise dann müssen sowieso die Ernte hier, müssen wir mal schauen. Der Regen, Regen. Aber ich finde das Grundstück ziemlich cool, muss ich sagen. Mal schauen, vielleicht zieht da ja jemand ein. Also, so wahrscheinlich, aber. Level 2, siehst du? Ich frage mich, können wir die verfeinern jetzt? Ach ja, das ist ja. Ich finde Sims 3 ist immer so schön entspannt, weil du kannst einfach so ein bisschen dir Zeit lassen. Heute mal so ein entspannter Tag, einfach mal Fähigkeiten ausbauen. Ein bisschen Leute kennenlernen. Ein bisschen Wünsche erfüllen möchte ich gerne. Hungerstreik analysieren. Die wollen immer alle studieren. Freunde, ihr könnt doch hier früh genug studieren. Das Gute ist ja, ihr altert ja nicht. Ach Quatsch, das mit den... Ist ja Blödsinn. Das ist Blödsinn. Du kannst Geschicklichkeit, das wäre gar nicht so schlecht mit Geschicklichkeit. Bett machen, auf jeden Fall. Karaoke singen, ich glaube nicht. Ein Elixier bekommen. Dann machen wir lieber das weg. Machen wir das hin. Protest organisieren. Eine Poolparty veranstalten. Warum ist das so? Warum ist denn das so? Ist das wegen Rebellen? Ist das wegen... Ach, Musetag. Heute ist ja Musetag. Kannst du das jetzt verfeinern? Sie kann das ja nicht verfeinern. Wahrscheinlich war sie ja nicht so gut noch. Aber hat sie wenigstens, weil die kann sie die Reste wegstellen. Also Poolparty wahrscheinlich, aber das machen wir nicht, nö. So, jetzt ist auch schon 6 Uhr, Hungerstreik. Ach, heute ist ja auch frei. Es ist ja erst Sonntag, ich Idiot. Heute können wir ja uns unter... Ah, das ist ja wunderbar. Könnten ja wirklich mal eine Party geben, aber ich glaube, ne. Ich möchte eher mit Dings mich treffen. Warte mal. Sim anrufen. Nach Hause einladen. Vielleicht ist er gleich nebenan. Und zwar würde ich gerne Rainbow Dash einladen. Und bitte sag ja, denn du bist da. Ich habe dich gesehen und heute muss keiner arbeiten, also. So, mal gucken, ob sie jetzt mal Zeit hat. Hallo, kommst du rüber? Klar, ja, endlich. Rainbow Dash kommt endlich mal zu uns. Ich hab's nämlich neu designt, ne? Okay, dann müssen wir wieder einen Pfannkuchen für sie zum Essen, ne? Und dann können wir so, sie ist ja auch Rebellin, dann können wir ein bisschen,
Nein, nicht das, was ihr denkt. Was willst du machen? Schrott sammeln? Dann können wir mal ein bisschen Schrott sammeln und vielleicht ein paar Sachen wiederherstellen. Und du kannst dich mal umziehen, das geht ja gar nicht. Outfits, Alltag. Outfits, Outfits, Alltag. So, Rainbow Dash. Mal schauen, wann sie zu uns kommt. So. Oh. Fähigkeit Gitarre lernen wäre ja nicht so schlecht. Wir können ja auch eine Gitarre hier mal kaufen. Ja. Die Gitarre ist bestimmt nicht so teuer, ne? Gitarre ist nicht so teuer. So, die machen wir natürlich. Färben wir. Na komm. So. Jetzt gefällt sie mir am besten. Und die stellen wir natürlich hier rein. In der Ecke. Und dann kann sie mal ein bisschen spielen. 14 Monate, das geht hier wieder im Schnürchen. Level 6 erreicht, mein lieber Freund. Ah, Rainbow Dash, wo bist du denn? Du wolltest auch rüberkommen. Ich gucke jetzt mal kurz nach. Sie ist ja gleich hier. Ach. Kein Wunder, dass sie nicht kommt. Die brüllt ja hier rum wie so ein nichts Gutes. Oh. Hänger. Doppelhänger. Dreifachhänger. Warte mal. Wow. Wir besuchen sie jetzt einfach mal. Oder machen wir es einfach kurz im Prozess. Was soll der Geiz, ne? Mit der Gitarre natürlich. Falls wir spielen wollen, können wir wieder hier spielen. So, ich muss jetzt nochmal Rainbow Dash. Ja, mach doch mal. Ja, mach doch mal, was du willst, nicht? Heute ist Montag, heute kann jeder machen, was er will. So, dann loli los. Ach ja. Und sie ist auch gleich hier nebenan. Hallöchen. Wow. China, China. Und wer ist er noch? Was ist, macht er denn hier? Kaito Kid ist auch natürlich sein Star, der alte Strolch. Oh, ein bisschen Probleme. Oh, was ist das denn? Ich glaube, Rainbow Dash hat so ein bisschen hier ne Probierung gemacht hier. Freundlich. Ja, so sieht's. Ja. Man muss schon sagen, beide sehen schon ein bisschen, ne, von der Frisur her, na gut, sieht ein bisschen anders aus, aber gleich, also ich finde, sie sieht doch so cool aus. Und ich habe ja so ein bisschen noch anderes Design gegeben jetzt, ne, so die Jacke so ein bisschen, ja, die Flammen, so ein bisschen halt sportlich. So. Ja, ist schön, aber. Ja. Los, kein Wasch hier. Ja. Oh. Hier wohnen sie jetzt also, ne?
Gott, Mensch, ihr macht, aber ich betente euch auch gleich mal, ne? Wisst ihr, mein lieber Jungsfreunde. So, du bist immer noch im Bademantel unterwegs. So, was mit dir? Also, du bist ja am Ernten und am Machen und am. Oh, diese Dinger hier, wer braucht denn die überhaupt? Frage ich mich. Mal rauen hier. Tausende von Rauen. Seinen ersten Pilz gefunden. Vorher seinen eigenen Pilz hat er gefunden, wa? Kann er gleich mal essen. Oh! Natürlich! Level 6, aber natürlich wird. Komm, ah! Sich aufgestiegen, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich das weggemacht, was da stand. Warte mal. Ja, so muss man es leider machen, ne? Heutzutage. Begrüßen. So, ich habe mich verloren. Ich bin nämlich cool, ne? Oh, da bist du ja. Tach. Schön, dass du da bist. Ja.